Ja, hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem neuen alten Let's Play. Wir spielen das DLC von Little Nightmares. Wir sind der kleine junge Kid, wie man sehen kann. Hallo, Inka Ach ist auch ja, dabei. Entschuldigung bitte, Inka, ja natürlich, Inka ist auch dabei. So, wir müssen denn das Intro tatsächlich hier spielen. Was? Oh nein, der Tastenthomas! Ein Albtraum gehabt, ja? So. Ja, stimmt, da liegt echt ein Wichtel. Hopf, Boinki. Oh, die Matratzen sind steinhart. Also, meine Vermutung ist, dass dieser Junge soll Kit heißen. Man weiß nichts über ihn. Also, ich weiß nichts über ihn quasi. Und ich denke mal, Inka weiß auch nichts über ihn. Nur meine Vermutung ist tatsächlich so: Inka sagte, wir haben ihn hier schon gesehen, als wir hier mit Six vorbeigeschlichen sind. Die Aufnahme muss ich mir tatsächlich nochmal anschauen. Und ich vermute einfach, dass er der Junge ist, der der guten Six das Stück Fleisch gegeben hat. So, wir wollen auch nicht so lange quatschen, wir wollen direkt reinstarten und wollen neue Abenteuer erleben. Los geht's, los geht's! Aber er ist ein bisschen größer als Ja, das fiel mir auch Six, auf. Guck mal, ne? Six lief da so unter durch. Guck mal, sind auch über. Meinst du, wir können die Glotze mal ein bisschen lauter schalten? Ja. So, ich muss mich mal ganz kurz hier einfuchsen. Okay, mit L2 krabbel ich. Und mit R1 setze ich fest, glaube Ne, ich. mit R2 war es eigentlich immer gewesen. Aber hier im Bett nicht. Warte mal, das ist ein. Okay. Licht haben wir wohl erstmal nicht. Wäre sonst, glaube ich, Viereck gewesen. Ja, ich glaube auch tatsächlich, ne? So. Und da geht es durch. Und ich glaube tatsächlich, ja, hier sind wir mit Six doch mal durch. Die Wir Frage kamen ist von es. Six, aber von Six kamen wir Ja, aber von der anderen von der anderen Seite. Seite Dort ein durch. laufendes Kind. Oh Oha. Gott, dieser Tasten-Thomas, Alter. Und das arme Kind. Du Kindermörder! Ja, wir sind da unten lang gelaufen mit Six. Ja, also tatsächlich ist es so, noch vor Six, parallel Six, weiß ich nicht, Six. Was ich gerne mal wissen möchte. Ups, ob wir. Ich glaube, du spielst tatsächlich Ne, guck mal, parallel. mit Kasten war Dings, mit Kreis war immer Dings. Ob wir den Tasten-Thomas sehen ohne seine Tastenarme, die wir ihn ja abgeschnitten haben. Glaube ich nicht. Ich glaube, das spielt eher parallel vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich muss noch dazu sagen, dieses Spiel ist wirklich in Kapitel aufgeteilt. Also Kapitel 2 soll wohl erst im November dieses Jahres rauskommen, Kapitel 3. Denn wohl, ja, guck mal, jetzt ist es umgekippt. Aber da sind noch nicht so viele Händespuren drauf. Kapitel 3, denn wohl ab Januar. Das ist Kapitel 1. So. Ui, okay. Okay. Was schwappelt denn da unten so rum, Alter? Ach, das sind diese kleinen Drecksviecher. Okay, hier war gerade der Tassen-Thomas. Ja, das kennen wir ja auch noch. Das ist Ja. ja. Ich bin total aufgespannt, ne? Also Ja, ich bin total allein schon, aufgeregt. dass man das jetzt mit einem neuen Charakter spielt, obwohl es dasselbe Level ist, finde ich das schon mega, mega cool. Ja, wir So. laufen jetzt auch in die andere Richtung. Ich bin einfach gespannt, Guck dass. mal, hier war Tasten, Thomas. Hier kann er nicht ran, ne? Der ist zu klein einfach dafür. Witzig, wir sind ja genau das alles gelaufen mit Six plus halt. Wir haben ja wieder einen Kandidaten, der mit bei der Aufnahme dabei sein möchte. Hörst du das? Ja. Unser kleiner Freund, der Vogel, der zwitschert uns ein Oh. Lied. Ich mach mal eben einen Balkontisch, der ist so gesprächig da draußen. Weiß nicht. Ach gut, geht auch rechts runter. Ich hole Nase, ey, warum mach ich das nicht? Soll ich schlürfen, mein Kaffee? Hier hatten wir mit Six einen Wichtel befreit. Jetzt interessiert mich mal, ob der noch da ist. Naja, dann wäre er jetzt nicht mehr da. Guck mal, da ist noch einer drin, glaube ich, ne? Oder? Nee. Kann man nicht erkennen. Wir haben ja auch kein Licht. Schade, weil das hätte mich mal interessiert wegen der
Reihenfolge, weißt du? Aber ich denke mal, das spielt, ich glaube, das spielt parallel. Haben wir den Knoten? Oh, da hinten steht noch ein Kind. Lebendiges Kind. Lebt er wirklich? Ja. Wo weißt du das? Das hat man eben gesehen. So wie der steht, sieht doch sehr lebendig aus. Ja, es atmet tatsächlich. Willst du da hingehen? Das wird unser Todesurteil sein. Eigentlich musst du ja nur bis zur Tür hinten laufen. Lauf, 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 lauf. Wie laufe ich? Mit Kastenmann. Schneller. Uiuiui. Ach, guck mal. Mit Taschenlampe. Diese Mistgöre. Okay. Noch nicht laufen. Dann bleibst du hinten in der Ecke stehen. Warte, in 1, 2, 3. Lauf, lauf! Hinten in der Ecke stehen bleiben erstmal. Okay. Hinten in der Ecke, hinten. Noch weiter rum in der Ecke. Ich kann nicht sehen. Bleib stehen. Nicht bewegen. Oh, Alter. Jetzt lauf! Wohin? Na, wohin denn wohl? Halt, ich will den Grafikfehler sehen. Haben Sie den Grafikfehler hier auch noch drin? Hüpf mal an den Türschwellen. Haben Sie auskuriert. Ja, sehr gut. Okay. Hat sich aber auch ein großer YouTuber darüber beschwert gehabt. Echt? Ja, beschwert. Er hat das gesehen gehabt und hat gesagt, meine lieben Leute von Bandai Dingsbums, macht das doch mal. Guck mal, was habt ihr da gemacht. Ja gut, aber dann ist es doch gut. Dann ist es jetzt weg. Oh, Strom drauf? Nö. Wo ist das kleine Mädchen hin? Wo willst du wissen, ob es ein Mädchen war? Sie sah aus wie ein Mädchen. Wir haben ja auch nicht, keinen Lichtmacher oder so, dass man mal irgendwie mal was erforschen könnte, mal irgendwas sehen könnte. Ja, die ist ja mit der Taschenlampe abgehauen halt, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich so, wie sie eine reinhauen und dann die Taschenlampe klauen oder so. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Ja. Oh, 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 oh. Geh mal da hin, Mann. Ach, die hat das gebaut. Du musst das Ding doch davor schieben, du Knackwurst. Den Käfig davor von den anderen. Die hat das also gebaut gehabt. Nun schieb das Ding davor, bitte. Ja, wie macht man das denn? Ja, du hast das Spiel auch schon mal gespielt. Ach so. Also das ist den ersten Teil, richtig. Das ist interessant. Die hat also diese Tür hier gebaut. Mir wäre natürlich lieb gewesen, wenn er ein bisschen schneller hinterhergekommen wäre. Aber das ist mit dieser guten Inka einfach nicht möglich. Nicht auch schon wieder. Aua, aua, ich werde schon wieder geschlagen. So. Ist ein Schlafanzug, den er hat? Ich dachte, er hat einen Kapuzenpullover an. So, und runter geht's. Wie bist du noch runtergedingstet? Mit R2 oder was? Ja. Ja. Six wollte rein und wir gehen raus. Die Sache ist, führt uns dieser Weg auch ans Ziel. Vorsicht, noch nicht ins Loch, noch nicht ins Loch. Ich würde gerne mal was gucken hier ein bisschen. Unter anderem, kannst du die Tür öffnen? Mit festhalten? Das so, mit nee. So, kannst du die Klappe da öffnen? Da kam aber mein Wicht rausgelaufen. Das bekommt da nichts los. Gut, dann ab ins Loch. Oh Gott. So. Oh. Ach so, was ich weiß, hüte dich vor den Dingen oder vor dem Schrecken im Wasser. Ach so, habe ich überhaupt gesagt, das DLC heißt Secret of the Maw. Auf Deutsch übersetzt Geheimnisse des Schlunds. Die Frage ist, wie nennen wir das in unseren Videos? Nennen wir das Geheimnis des Schlunds? Ich weiß es nicht. Ich mag nicht hier rüber schwimmen. Das solltest du vielleicht. Nein, du kannst laufen. Das habe ich ganz vergessen, dass das so jetzt anzukündigen ist. Ärgert mich jetzt ein bisschen bei der Anmoderation. Oh, da sieht das tief aus. Ne, ist nur so Schatten. Mich ärgert das gerade bei der Anmoderation, dass ich vergessen habe. Sag mal, es gibt ja auch wichtigere Dinge als deine Probleme und Angst vor Wasser, Mensch. Da ist das Loch durch. Nee. Ja, vielleicht kannst du irgendwo eine Kiste verschieben oder so, oder irgendwo hochklettern. Nein, was eine Kiste schieben dürfte sich ziemlich als schwierig erweisen. Was
ist es dann, was da so penetrant glänzt und mich da total irritiert und ich frage mich, warum Inka das noch nicht gesehen hat. Eine scheiß Dose, ne? Nimm mir weg, die leuchtet total hässlich. Oh, kannst du das, das Ding kannst du ziehen. Das schwimmt. Ah, okay. Da sind Griffe. Da an der Seite. Und dann kommt das Monster gleich. Weiß ich noch nicht. Ich kenne das Spiel noch nicht. Und es geht alles so langsam im Wasser. Ja, natürlich. Das ist total immer das Wasser. Ja, das hatten die bei Steam, glaube ich, angekündigt oder so gehabt. Hüte dich voll im Wasser. Oder voll im Schrecken im Wasser. So, jetzt würde ich hochgehen. Ich persönlich hätte das gegen geschoben, anstatt gegen zu ziehen, aber so geht's auch. So, aber bis jetzt habe ich noch nicht gesehen, was wir sammeln können, wegwerfen können oder sonstigen Schrott mit dabei, ne? Ja, der geht durch das Brett durch. Nee, das scheint auch nicht zu so sein, glaube ich. Ja. Weil man hat ja, man kann hier auch nichts sehen, wir haben ja auch keine Lampe. Wie ist der andere Mensch denn da hochgekommen, frag ich mich. Ich glaube, da musst du tatsächlich hochklettern, ja. Oh, da ist auch die Lampe, die wurde gecatcht. Sie wurde gecatcht. Arme Mädchen. Mit Sicherheit von dem bösen Tassen Thomas. Klimmzüge, er ist ein Junge, er kriegt Muskelaufbau. So, ich würde mal das Licht anschmeißen jetzt. Ah, das, nach den Spuren zu urteilen, glaube ich nicht mal Tasten Thomas unbedingt. Sogar die! Aua! Diese schleimigen Missgeburten, ne? Oh Gott. Wasser. Da ist schon Lampe. So, ich trinke schon Kaffee jetzt. Oh, das geht aus. Da ist was im Wasser. Was sind diese Viecher da? Ja, vor allem sind die schnell im Wasser. Haben die Angst vor Licht? Leuchte die mal an, bitte. Also. Du sollst die anleuchten, nicht die Wand anleuchten. Ja. Du musst da ja irgendwie rüber. Okay, das geht ja Gott sei Dank alles. Kannst du. Oh Gott. Die bewegen sich aber schnell. Okay, da kaum ist man bis eine kleine Wasserpfütze da sind, die am Durchdrehen. Sag mal, es ist nicht da wohl mit Six ab. Du musst dich bücken, Mädchen! Okay, jetzt wissen wir aber wenigstens, was im Wasser wartet. Ich habe Angst gehabt, dass da so ein Riesenmonster kommt. Weißt ein du? Riesenmonster? Ein Riesenfisch. So. Ah ja, ein Fisch. Na gut, wir haben ja gesehen, was für große Fische die da bei Little Nightmares haben, ne? Mhm. Bei den Filetier-Franz in der Küchenabteilung. So, Ja, auf die Tonne. Ich habe nicht mal für die Geschwindigkeit entschieden. Aber ich hoffe auch, dass es nur bei dem bleibt. Nein! Ja? Dass du dich Nein! Oh. Nein! Eine Falle! Nicht doch, bitte! Doch, bitte, bitte! Bestimmt, da musst du ja irgendwie kommen. Oh! Kann Nein, ich noch einmal. Ja. Ja, die Gitter wahrscheinlich. Oh, Alter, wie die sich über mich hermachen, diese gierigen du musst an die Vampire, Gitter Alter. Festhalten mit R2. Ja, ich war, bin wahrscheinlich gerade daneben gesprungen oder so. Scheißdreck, ey. Kann er nicht hoch? Doch. Ach Gott sei Dank. Meine Fresse, liebe Leute. Geht das Spiel schon mit so einem miesen Schrecken los? So. Mal nach hinten jumpen. Oh, das wäre fast schief gegangen, ne? Viel Wasser. Uiuiui. Eigentlich müsste diese Aufnahme auch gleich noch vorbei sein, ne? Ja, wir sollten uns, glaube ich, langsam verabschieden. Ja, dann verabschieden wir uns mal und sagen, bis zum nächsten Mal. Wie wird es weitergehen? Wir sind gespannt. Uns hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Das sind die ersten Eindrücke von 9 Little Nightmares
Secret of the Moor. So, bis später, liebe Leute. Tschüss.